Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich stehe direkt vor Diamond City, hier der Haupteingang, und überlege gerade, wo wir weitermachen. Ich glaube, ich möchte nochmal gucken, ich glaube, das war bei der Stadtbibliothek in Boston. Was war das hier? Also, bei der Stadtbibliothek in Boston war diese Railroad-Dings, das würde ich gerne mal, dem würde ich gerne mal nachgehen. Und dann müssen wir auf jeden Fall diese Folge oder nächste Folge, je nachdem. Diamond City ist der beste Ort, an dem man leben kann, ich sag's dir. Super. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Müssen wir auf jeden Fall, wir wollen oder nicht, mal langsam noch das mit dem Überfall machen, obwohl ich da ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor habe, dass ich da nicht mal willkommen bin in Diamond City. Aber hey, es gibt ja Speichern. Von daher sehe ich das dann doch noch ganz lässig. Dieser Tower hier, er macht mir Angst. Wir werden sehen. Ja, ich höre auch schon wieder irgendjemanden rumbelgen. Guck mal hier hinten, dieses Gebäude. Wow. Also architektonisch ist das hier manchmal schon ganz schön fetzig. Hier, das müsste der Platz sein, der Bibliothek, oder? Bin mir so unsicher. Gucken wir einfach nochmal. Ja doch, das ist der. Oder nicht? Hier war auf jeden Fall die Bibliothek, aber irgendwo... Da waren so rote Dinger unten am Straßenrand. Oh, wer diese Puppen auf die Straße stellt, ey, Herrgott nochmal. Layton Towers? Oder auch nicht. Ich dachte, es wäre hier. Vielleicht muss ich mir da nochmal eine alte Folge angucken. Oder weiter hier? Davor? Das könnte auch sein, oder? Das ist auf jeden Fall die Bibliothek. Stadtbibliothek Boston. Okay, darunter geht es zu einem... Na, da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. So sehr es mich auch reizt. Oh, hi. Wow. Jetzt geht's schon wieder los. Nachladen. Hol mal einen rein. Oh. Lad doch nach. Es hagelt, ey. Meine Fresse. So. Was hört man denn hier eigentlich? Das ist wie so ein Schraubokopter. Schraubokopter. Da. Was machen die denn da? Landen die da oben? Kämpfen gegen irgendwen. Auf diesem Tower. Ja, da wollte ich ja eh mal hoch. Aber nicht diese Folge. Dann sollen sie sich das erstmal ausfalten und. War das hier? Nee, hier war das nicht. Was? Komm, 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 weg hier. Stürzt der jetzt ab, oder was? Alter, was ist hier los? Zur Hölle! Die haben doch alle einen an der Waffel, ey. Da rein in den Tower. Kommt jemand. Mutantenhund. Weg hier. Alter, was hier schon wieder los ist, ne?
Da denkt man, oh, mal eine Runde Fallout 4 spielen, alles wird gut. Hier ist der Platz. Ah, gefunden. Was ist das hier? War ich wahrscheinlich schon drin. Ja, das ist der Platz. Oh, 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 Rad. Ja. Mach da. Was ist das denn da? Was ist das da? Alter, was ist hier für ein komisches... So, hier war das und wir sollten dem roten Weg folgen. Follow Freedom Lantern. Okay, wir folgen jetzt mal hier dem roten Weg. Gucken, ob wir das überleben. Boah, der nervt ja gar nicht, der Helikopter. Okay. Massachusetts State House. Ja, tolle Verarschung. Jetzt geht es hier wieder zurück. Hätten wir gleich hier über die Straße gehen können, aber gut. Wow! Meine Fresse. Wow, was ist denn jetzt los? Wow! Alter Schwede. Gut, den haben sie jetzt runtergeholt. Dann ist aber wenigstens endlich mal Ruhe. Meine Fresse. Was macht das Bein da? Oder was das sein sollte? Na, egal. Meine Fresse. Ey, hier bumst es den ganzen Tag, ne? 2 und A. 2A. Franklin. Benjamin Franklin Denkmal. 2A. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Scheiße. Gehen wir mal weiter. Ich muss bestimmt gleich nochmal zurückgehen. Kacke. Scheiße, hier geht das komplett verloren. Zwei A. Okay, und was war das erste? Jetzt gehen wir nochmal zurück. Oh, wow, 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 wow. Zur Hölle. Im ersten stand hier auch irgendwas. 7A. 7A. Auf dem Weg eins vergessen? Nee. Nee, da war nichts. 2A, 7A. Ja, da 7A, 2A. AA. Hier. Geht es weiter? Kommt es hier wahrscheinlich irgendwie raus? Jawohl. Good Neighbors. Jetzt eine 6 und ein O. 7A, 2A, 6O. Okay, muss ja hier lang führen. Stell dich hoch! Ey, kannst du mal bitte helfen?
sie ja nicht mal. Ja, ey. Ich weiß nicht, dass das eine Option wäre. Du bist echt ein Vogel, alter Kumpel. Okay, da unten geht's weiter. Old Corner Bookstore. Sind das Gegner? Die hatte, ne? Ziel Laser. Oh, es ruckelt. Alter, ich treffe ihn gar nicht, ne? Meine Fresse. Oh! Ein Ghoul-Töter verursacht 50% mehr Schaden bei Ghoul. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Du hast aber nicht viel getan, mein Freund. Müssen wir jetzt auch mal ganz klar festhalten. So, hier geht's da lang. Wo es da hingeht, das wird wahrscheinlich eine Raider-Festung sein. Ich kann mich schon wieder heilen. Oh Mann, Alter. Stimpack-Verschleiß hier. Bis dann, Kumpel. Oh, hinter dir. Okidoki. Fuck, das sind Supermutanten. Schnell speichern. Okay. Kelloggs Pistole. Obwohl die Gamma-Pistole, die ist ja eher gegen... irgendwie hinhauen. Was für, wo führt es hin? Da unten ist ein Schild, da müssen wir ran. Alles klar. Fetter Hund, dann komm mal her. Wenn man vom Teufel spricht. Na, der Hund ist schon mal tot. Na ja, Fettsäcke. Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Was ist das für ein Geräusch? Wow! Touchdown! Okay, das war eine Bombe. Haben die zu uns geschmissen? Wüsste jetzt nicht, als ich das irgendwie gesehen hätte. Aber gut. Aber gut, dann ist das so. Scheiße. Eine Atombombe, oder? Warte, Cocktail. Die gute alte Sackkapuze, die brauchen wir auch nicht. So. Ich frage mich, haben die hier hingeschmissen oder war die hier? Naja, wenn nicht, dann flüchten wir gleich nochmal. Jeder überlebte Kampf. Da draußen ist was. Er ist tot. Da ist er. Da sind sie. Lauf! Oh, der hat ihn in der Hand! Nein, geh weg! Alter! Der hat eine Atombombe in der Hand, eine Mini-Atombombe. Ich glaube, ich spinne. Was für eine Scheiße. Den muss ich irgendwie vorher in die Luft springen. Den habe ich ja gar keinen Schaden gemacht. Okay. So, mal schauen, dann ist der wahrscheinlich eben gerade von hinten gekommen. Knallen wir den Hund weg.
Was war das? Haha, Idiot. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Da ist er. Hey, dachte ich. Nicht sonderlich subtil, Kumpel. Wow! Alles in Ordnung? Aber Glück gehabt, dass er uns nicht mit in die Luft gesprengt hat, alter Schwede. Da draußen ist was. Erwischt! Oh ja. Habe ich kein Scharfschützengewehr hier, Alter? Na doch, geh doch. Was hast du noch so drauf? Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Geht doch. Mit so einem Nagel im Dings drin. Auch nicht schlecht. So. Können wir hier erstmal looten gehen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht alles verseucht ist. Guck mal, wie er in alle Teile zersprungen ist hier. Nukleares Material. Danke, Kumpel. Daniel Hall. Wiege der Freiheit ist zu einem Schlachthaus geworden. Ein paar Kronkorken. Was hat er dabei? Kronkorken. Raketenwerfer haben wir selber. Ja, wir gucken uns das gleich an. Ich will jetzt hier nur nochmal durchlooten. 5 Raketen, immerhin. Haben oder nicht haben, könnten wir nochmal gebrauchen. Oh, wir können Venueville Hall, können wir rein. Was auch immer da los ist. Gucken wir uns gleich mal an. Wieso wir da rein können. Jet Medics. Kaliber 50, Schrotpatronen, Splittergranate. Alles gut, Alter. Nicht schlecht. Wie sind die denn hier hochgekommen? Noch ganz oben. Man weiß es nicht. Gut. Vorsicht, lass mich durch. Hallo. Mein Gott, mein Gott. Weiter. So, fürs bessere Übersicht umsehen. So. 5R. Da geht es rein. Warum geht es da rein? Was ist in diesem Gebäude für uns? Untersuche die Galerie Pigman. Die wäre hier. Tja, und wenn wir schon mal hier sind, könnten wir vielleicht auch reingehen. Sollten wir es wagen? Ich denke, wir sollten es wagen, aber in der nächsten Folge machen wir das. Dann gehen wir in die Galerie Pigman, die nehmen wir auf dem Weg mit. Und dann folgen wir weiter dem Freedom Trail. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten bleibt Main. Bis morgen. Haut rein. Tschüss.